Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Wir sind ja zurück im Versteck und gucken uns jetzt hier mal um, was es Neues gibt. Vermutlich werden Nebenquests auf uns zukommen, wie es immer so ist, wenn man zum Versteck zurückkommt. Aber erstmal bringen wir Otto auf den neuesten Stand, damit er Bescheid weiß. Denn Otto ist der Man in the Base, der Dorfvorsteher. Wie ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ich muss immer noch über feuchten Schiss lachen. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus, Instanher. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonhöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar: Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Yoshi und Clive können doch fliegen. Hab ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich rede mal mit Joshua.
sprich mit Joshua. Ultima mag uns erschaffen haben, aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Ob dann überhaupt noch Träger geboren werden? Müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit. Euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch? Außer Reue. Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen. Ich hatte ein Kettenkorsett an. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Dion Lesage. Er wird für uns kämpfen. Sehr gut. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht.
Ach, ich hab gedacht, die hängt in meinem Zimmer ab. Ah doch, die ist da im Zimmer am Balkon. Ich erzähl mal kurz mal Harpo die Geschichte. Oder habe ich das einst getan? Ich glaube nicht. Nee, letztes Mal wollte er mich, glaube ich, nicht. Weil er mit Yoshi diskutiert hat. Gehortetes Wissen ist verlorenes Wissen. Ja. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Oh, Barnabas Mutter. Das Spiel ist einfach nackt. Barnabas Mutter gehörte zu den wenigen überlebenden Nachkommen der Kinder des Zemeckis, die sich aus Valestea auf einen Kontinent in weiter Ferne gerettet hatten, später jedoch auf der Flucht vor der Fäule wieder in ihre einstige Heimat zurückkamen. Die Kinder von Zemeckis waren tiefgläubige Anhänger des Kreises des Malius und so bläute sie dessen Lehren auch ihrem Sohn ein. Sie wurde bei einem Angriff von Anhängern einer anderen Religion getötet. Moss, der Chronist. Ein Historiker von legendärer Bekanntheit. Vor langer Zeit reiste er durch ferne Lande und begegnete dem jungen Hippokrates in dessen Heimatdorf. Mit nahezu großväterlicher Fürsorge teilte er seine Kenntnisse über die Geschichte Valestheas mit dem wissbegierigen Kind, bis er eines Morgens mitsamt seiner Aufzeichnungen spurlos verschwunden war. Zurückgelassen hatte er einzig eine kurze Notiz: Vertiefe dein Wissen. Der junge Hippokrates nahm sich diese Worte zu Herzen. Tiefen von Zemeckis. Der riesige runde Abgrund an der Ostküste Dalmekias, an dessen Stelle in der Ära der Gefallenen der Mutterkristall Zemeckis stand, in der Hoffnung, die Macht der Götter an sich zu reißen, belagerten die Menschen den Kristall, um sich Zugang zu seinem mit Äther gefüllten Kern zu verschaffen. Als Antwort auf diesen blasphemischen Akt zerstörte Ultima in seiner Wut den Mutterkristall mitsamt seines Kerns, statt zu versuchen, den Angriff abzuwehren. Der bodenlose Krater, der an dieser Stelle nun zu finden ist, ist eine ewige Erinnerung an den hohen Fall der Menschheit. Der Kreis des Malius. Eine uralte Religion, aus der der Erlöserkult entstand, der jüngst zunehmend Anhänger findet. Die Glaubenslehren wurden Wandbildern entnommen, die das Volk, das in früheren Zeiten am schon lange gefallenen Mutterkristall Zemeckis lebte, hinterlassen hatte. Obwohl die Religion einst in ganz Valestea praktiziert wurde, geriet sie mitsamt der Erinnerung an die Zivilisation, der sie entsprungen war, in Vergessenheit. Die inneren Heiligtümer. Die geweihten Räume, in denen die jeweiligen Kerne der Mutterkristalle liegen, in einer Zeit lange vor der Ära der Gefallenen, als die Menschheit noch sehr jung war, wurden sie ursprünglich nur erschaffen, um die Kerne zu schützen. Über die Jahrhunderte wurden sie jedoch zu den Stätten der Verehrung. Echos. Mysteriöse mechanische Konstrukte mit einer Schutzpanzerung, die bis in jüngste Zeit nur in und um alte Ruinen zu finden waren. Nach der Verdunklung des Himmels durch die Primogenesis strömten sie jedoch aus den alten Rauten des Bauten und Wracks heraus und tauchten in ganz Valestea auf. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass es sich bei Echos um Schöpfungen der Gefallenen handelt, waren sie in Wirklichkeit einst Diener Ultimas, die er in längst vergessenen Zeiten geschaffen hatte. Ihre heutige Form nahmen sie an, weil sie sich viele Jahre zur Selbsterhaltung an Materialien der gefallenen Ruinen bedienten. Seit Ultimas Erwachen folgen sie wieder nur seinem Willen. Der große Kontinent.
Eine Landmasse in weiter Ferne, Valestias, mit Ausnahme vereinzelter abenteuerlustiger Händler, die den weiten Weg über das Meer auf sich nehmen, finden kaum Reisende nach Valestia, weshalb über die dortigen Völker und ihre Kulturen nur wenig bekannt ist. Es sollen jedoch Spuren der Gefallenen dort zu finden sein. Erzählungen nach flüchteten Überlebende einer gewissen Zivilisation vor über einem Jahrtausend dorthin, als diese auf Valestia endgültig zusammenbrach. Drachenhorn, ein Mutterkristall, der einst im Süden Ashras stand, in einem Gebiet, das schon lange der Fäule zum Opfer gefallen ist. Nach dem Fall Drachenhorns war Drachengrat der einzige Mutterkristall des Kontinents, Ashra, und somit Auslöser für Jahrzehnte des Konflikts um die Kontrolle des Ätherschatzes. Viel Blut wurde vergossen, bis die sich bekriegenden Stämme unter dem Königreich Veldemark vereint waren, das im heutigen Stonhöhe gegründet wurde. Der Magitek-Krieg. Einer der vielen großen Konflikte, die das Ende der Ära der Gefallenen besiegelten. Im verzweifelten Kampf um die Kontrolle über die Mutterkristalle konstruierten die Menschen mit einer Kombination aus Magie und Technik, genannt Magitek, unzählige Waffen und Maschinen. Der Äther, der dem Land dadurch in großen Mengen entzogen wurde, trieb die Ausbreitung der Fäule, die die Welt auch heute noch plagt, drastisch voran. Als die Kämpfe endlich ein Ende fanden und wieder Frieden einkehrte, waren die Wunden, die sowohl die Menschheit als auch das Land erlitten hatten, zu tief, um sich zu heilen. Und so begann das langsame, jedoch unausweichliche Abgleiten in ein dunkles Zeitalter. Das Wissen, das die Gefallenen sich über Jahrtausende angeeignet hatten, war in kaum mehr als ein paar Jahren verloren, weshalb heute niemand mehr weiß, wie ihre Technologie funktioniert. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Nee, danke, Harpo. Wir haben genug Blick reingeworfen, aber du bist guter Mann. Wir müssen jetzt zu Jill, denn die wartet schon und es wird vielleicht ein paar Tränchen geben. Oder eine Runde Zing-Zing gemacht, das werden wir gleich sehen. Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden, wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Zinge, die Zinge, die Zing. Zeit zum Aufbruch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ja, sieht so aus. Es sind sehr viele Nebenquests hier. Von wegen Zeit zum Aufbruch. Auf der Suche nach einem Buch. Ich möchte dich zwar nur ungern noch mehr belasten, aber ich muss dich trotzdem in einer persönlichen Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Eventuell könnte sich die Sache auch für dich als nützlich erweisen. Es gibt diverse alte Schriften, die als derart gefährlich für die heutige gesellschaftliche Ordnung angesehen werden, dass selbst ihr bloßer Besitz als Verbrechen gilt. Jedoch hat meine zufällige Lektüre einer solchen Schrift, namentlich aus der Ferne, das wissenschaftliche Interesse, das bis zum heutigen Tage in mir brennt, überhaupt erst entfacht. Bitte hilf mir, ein Exemplar dieses Buches ausfindig zu machen. Falls du einen zusätzlichen Anreiz benötigst, so bin ich gern bereit, dich für geleistete Dienste zu entlohnen. Na sicher.
Hier geht es wohl nicht um irgendeinen Abenteuerroman. Schlechte Stimmung. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dein armer Hund ist in letzter Zeit ständig auf dem Hinterdeck und jault wie Gav, wenn er es mit dem Bier übertrieben hat. Irgendwas stimmt mit ihm nicht und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nichts mit seinen Antilopenknochen zu tun hat. Was hast du dieses Mal, Torgal? Vielleicht will er sich paaren. Der treueste Freund. Auftrag angenommen. Ich nehme erstmal alle an. Denn es kann ja immer was Gutes dabei sein. Ich würde persönlich noch eine neue Waffe oder Rüstung bevorzugen. Gucken, was Byron für uns hat. Über die letzte Schlacht. Dein Plan steht also fest. Das tut er. Naja, vor einem Kampf hast du dich ja noch nie gedrückt. Das liegt wohl in der Familie. Dein Vater wäre stolz auf dich. Danke, Onkel Byron. Er wird da oben bei uns sein, ganz sicher. Und währenddessen liegt hier unten alles in meinen fähigen Händen. Da sei ganz beruhigt. Werde ich, Onkel. Alle guten Dinge sind drei. Clive, mein Junge! Jetzt kann er wieder reden. Hat mich über deine Mithilfe informiert. Ich wollte dich da nicht hineinziehen, aber so sind die Zeiten eben, was? Ihr hättet dasselbe für mich getan. So bescheiden wie du bist, wärst du ein mieser Adliger. Aber sage mir, steht es wirklich so schlimm um die Welt, wie Rutherford sagt? Was ich gesehen habe, ist besorgniserregend. So etwas habe ich schon befürchtet. Obwohl ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass die Großen und Mächtigen die Dinge etwas besser im Griff hätten. Leider scheint es jetzt einen Mangel an solider Führung zu geben. Und ohne wird das Volk vom Weg abkommen. Wir müssen schnell handeln. Hast du einen Plan? Gewiss, die Herausforderungen werden zahlreich sein. Doch meiner Einschätzung nach gibt es zwei Schlüsselbereiche, die absoluten Vorrang haben. Die Armeen der Reiche und die Anführer. Wie du selbst gesehen hast, ist jeder Mensch da draußen auf sich allein gestellt. Einige Städte haben sich zusammengeschlossen, um den Anschein von Ordnung weiter aufrechtzuerhalten. Ja, aber solche Fälle sind leider doch eher die Ausnahme. Und doch ist Einheit das einzige Mittel gegen das Chaos in dieser Welt. Eine Einheit, die sogar die von unseren Vorfahren gezogenen Grenzen überwindet. Das heißt, wenn Sturm nicht zusammenhält, wird es zerfallen. Aber wie würde man das überhaupt in Angriff nehmen? Durch die Armeen, mein Junge. Wie ich schon sagte, wir beginnen in den Reihen derer, die geschworen haben, die Ordnung zu wahren. Leider könnte ich nicht einmal ein paar Infanteristen dazu bewegen, gemeinsam eine Latrine zu graben. Aber ich kenne jemanden, der schon bei manchen Befehlshabern ein geneigtes Ohr gefunden hat. Feldmarschall Eugen Havel. Ist er nicht im Ruhestand? Das war er, bis die akasischen Randela überrannten und dem Heer dort den Garaus machten. Es gibt buchstäblich keinen Mann, der fähiger ist. Nicht mehr. Und wie der Zufall es will, habe ich bereits alles mit ihm besprochen. Natürlich hast du das. Und er ist bereit zu helfen. Unter einer Bedingung. Er will zuerst persönlich mit dir sprechen. Havel war immer ein Mann mit frustrierend starren Prinzipien und er hat gewisse Skrupel bei der Zusammenarbeit mit, nun, einem Geächteten. Ich habe deine vielen Tugenden natürlich angepriesen, aber der alte Bock bestand darauf, dich selbst unter die Lupe nehmen zu dürfen. Das macht dir nichts aus, oder? Natürlich nicht. Solange Chaos herrscht, werden wir die Welt nicht verbessern. Ich werde ihn treffen. Wenn der Feldmarschall mich begutachten möchte, soll er das tun. So ist es richtig. Ich werde sofort aufbrechen. Schickst du einen Stolas? Natürlich. Rutherford ist bereits in Randela. Ich werde ihn bitten, Havel Bescheid zu geben. Wunderbar. Danke, Onkel. Nein, ich danke dir, Clive.
Gut, ich kann zwar noch einiges hier annehmen, aber ich will die Quest irgendwie direkt durchziehen. Ich will die nicht zerreißen, sag ich mal. Was ist das hier? Alle guten Dinge sind drei. Was ist ein Randela? Ja. Vielleicht hätte ich doch erst alles annehmen sollen. Aber ich will die gerade am Stück durchziehen. Jetzt hat er so eine lange Einweisung gegeben. Gehen wir direkt hin. Siehst du das auch? Also ab nach Randela. Da sind wahrscheinlich auch noch Nebenquests. Wir haben viel zu tun. Also müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Ich habe solche Angst. Wir können eigentlich mit Chocobo hinreiten. Nein, ging das nochmal? Ach so, Mist. Ja, ist nicht schlimm, ich habe zum Glück nur eine Aufladung. So, ab nach Randela. Da konnten wir auch vorher noch nicht hin. Oh, die haben 33 hier, die Gegner. Ich dachte, das wären jetzt alle auf 38. Toggle sieht so klein aus. Aber ich will mich jetzt nicht mit den Kleinen abgeben. Ah, hier war doch zu gewesen. Genau. Ist das dort etwa Rutherford? Hier ist aber dunkel. Wendehälse und Feiglinge, ihr alle! Wenn ihr einen Kampf wollt, dann sollt ihr ihn bekommen. Rutherford. Um die kümmere ich mich. Ich brauche keine Hilfe. Bitte, Herr Feldmarschall, überlasst Ach, links ist doch der Rutherford. Das wird schnell gehen. Wollen die echt kämpfen? Ganz schnell. Richtig. Männer... Erledigt ihn. Die wird zusammengewürfelte Truppe aus Soldaten und Räubern. So, fertig. Was, die haben überlebt. Aua. Soldaten bezwungen. Das ging schnell. Etwas länger als gedacht. Ja, ich dachte, die sterben direkt bei der Lebensflamme. Feldmarschall Eugen Havel, ist einer von euch verletzt? Nein, Milord. Ihr seid genau gekommen, als uns der Geleitschutz in den Rücken fiel. Verdammte Verräter! Ich habe von Soldaten am Rande der Republik gehört, die ihren Eid gebrochen haben. Aber ich wusste nicht, dass die Korruption so nah ans Herz unseres Landes heranreicht. Eine Schande ist das. Dein aufdringlicher Onkel hat natürlich versucht, mich zu warnen. Lord Clive Rossfield. Oder bevorzugst du Sid, der Geächtete? Sucht es euch aus. Ich bleibe derselbe. Viel wichtiger ist meine Bitte.
Mein Onkel will die Welt ins Lot bringen. Und dazu braucht er eure Hilfe. Bevor ich irgendwas zustimme, möchte ich dir eine Frage stellen. Was versprichst du dir von all dem? Ich bin zweifellos mitverantwortlich für dieses Chaos. Doch ich möchte einen Neuanfang für uns alle. Auch wenn meine Entscheidungen nicht immer die richtigen gewesen sind, habe ich sie aus den richtigen Gründen getroffen. So lange wurde uns vorgeschrieben, wie wir zu leben und zu sterben haben. Man hat uns unsere Entscheidungen genommen. Jetzt haben wir die Chance, das zu ändern. Doch um sie zu ergreifen, müssen wir zusammenstehen. Und sei es an der Seite derer, die anders denken als wir. Nicht die Worte, die ich von einem Geächteten erwartet hätte. Aber vielleicht hat dein Onkel recht. Du bist kein gewöhnlicher Geächteter. Ich hasse es, wenn er recht hat. Gut. Ich befehle meinen treuesten Wachen, die dalmekischen Randgebiete unter Kontrolle zu bringen. Dann nehme ich Kontakt zu meinen Kollegen in der kaiserlichen Armee auf und bringe sie dazu, die Ordnung in ihren eigenen Gebieten wiederherzustellen. Danke, Herr Feldmarschall. Aber Sie sind nicht die Einzigen, die wir überzeugen müssen. Was meint ihr? Ein paar Generälen kann ich sicherlich Vernunft einprügeln. Um deren Vorgesetzte zu überzeugen, bedarf es allerdings eher einer gewissen Raffinesse. Wir brauchen einen Gesandten, jemanden, der selbst den stursten Staatsmann umgarnen kann. Dich vielleicht? Vielen Dank. Aber ich bin auch kein Diplomat. Und ich muss mich um andere Probleme kümmern. Was wir brauchen, ist ein fähiger Vermittler. Und ich kenne vielleicht den Richtigen. So, so. Und ist er zufällig auch ein Geächteter? Von einer etwas anderen Sorte. Nun, wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen wohl alle den inneren Geächteten in uns finden, wenn wir das überleben wollen. Nun gut, schick deinen Mann gleich zu mir. Stimmt, Onkel Byron. Mein werter Lord, euer Onkel hat mich angewiesen, den Feldmarschall bis zu seinem Anwesen in Port Isolde zu begleiten. Dann wird mein Gefährte dort zu euch stoßen. Sehr wohl, Milord. Ich sag ja, es ist der Onkel. Ich habe kurz an Geff gedacht, aber nee. Ein Gesandter. Ich würde wohl kaum irgendjemanden überreden. Ich bringe nicht mal meinen Bruder dazu, seine Medizin zu nehmen. Nein. Das muss jemand mit Erfahrung machen. Jemand wie Quinten. Hoffentlich kann ich ihn überreden. Quinten? An den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber gut, gehen wir zu Quinten. Doch bevor wir zu Mr. Quinton gehen, machen wir ein kurzes Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.